Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Es wurde gerade der nächste Titanen-Raid angekündigt und es wird Tornupto mit Terra-Typ Geist. Da freue ich mich extremst drauf auf Tornupto. Einer meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Aber gucken wir uns erstmal die Meldung an. Weil Terra-Geist, glaube ich, ist ein bisschen tough. Terra-Geist finde ich immer ein bisschen schwierig. Weil man eben einen Counter nicht benutzen kann. Das ist typischerweise Geist-Pokémon. Ups. Aber schauen wir mal, was wir da so alles sehen können. 15. bis 16. April, das ist nächstes Wochenende und das Wochenende drauf. Also wir haben nichts, keine Woche dazwischen. Das Ganze ist Terra-Typ Geist und mehr sehen wir hier auch nicht. Ganz spontan würde ich direkt wieder sagen, wir können Miraidon nehmen. Ist zwar nicht sehr effektiv für Parabolladung, aber der stirbt weder von Feuer noch von Geistattacken. Ich gucke mir mal eben den Attackenpool von Tornupto an, damit wir schauen können, welche Pokémon da so in Frage kommen, so auf den ersten Blick. Also was wir auf jeden Fall sagen können ist, er wird auf jeden Fall auf Spezialangriff gehen. Vielleicht macht er am Anfang sowas wie Sonnentag und ist so ein bisschen was wie Glurak. Der kann Großbrand und Feuerfänger. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Flatterhaar ist zwar Geistattacken zwar sehr effektiv, aber Flatterhaar hat sehr viel Spezialverteidigung. Das war auch bei Glurak sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Flatterhaar mit Diebeskuss, KP stellen Attacke, sehr wichtig, und Metronom gut gegen Tornupto sein könnte. Attacken. Ich bin ja gerade auf dem Pokewiki und schau mal so. Also wird auf jeden Fall eine Feuerattacke haben, logischerweise. Wenn wir dann weiter in den speziellen Movepool gucken, vielleicht sowas wie Fokusstoß. Das hatte Glurak ja auch, eine Kampfattacke. Und dann bleibt da nicht mehr so viel über. Der kann halt hauptsächlich wirklich Feuerattacken. Vielleicht kann er Phantomparade. Ist ja von der Hisui-Form. Der gibt es ja auch als Geisttyp. Als Hisui-Form, Geist-Typ. Ich denke mal, darauf wird das Ganze hier auch anspielen. Aber sonst gibt der Attackenpool nicht viel her. Solarstrahl, aber ein Wasser-Pokémon würde ich jetzt sowieso nicht spielen. Vielleicht ein Gesteins-Pokémon. Er kann zwar Erdbeben, wäre aber dann auch physisch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ihr euch selber mal den Attackenpool anguckt, also er kann Feuerattacken. Ein, zwei Geistattacken auf speziell ein Fokusstoß und ein Solarstrahl. Also eigentlich sind wir da relativ. Und Sondersensor. Vielleicht kann er auch Sondersensor. Eigentlich relativ safe. Kann er irgendwas, um sich zu boosten? Er kann Gedankengut, okay. Gedankengut haben wir, glaube ich, in Titan Raids noch nicht gesehen. Er kann Konfusstrahl, das wäre natürlich nervig. Aber ansonsten kann er auch nichts, um seinen Angriff zu boosten. Also ich kann mir einen Sonntag am Anfang vorstellen. Das haben wir auch bei Glurak gesehen. Beziehungsweise ab seinem Schild. Und dann Feuerattacken. Vielleicht Sondersensor. Selbst wenn er den kompletten Attackenpool hat mit Solarstrahl, Fokusstoß, Sondersensor, einer Geistattacke und Feuerattacke. Sehe ich kein Problem bei dem. Aber schlauer sind wir da natürlich dann nächste Woche Freitag. Ich werde das Ganze natürlich livestreamen. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Am Freitagmorgen werde ich auch ein Video bringen mit dem besten Counter. Da auf jeden Fall auch gespannt sein. Eisenhals vielleicht. Unlicht-Pokémon könnte, glaube ich, sehr gut sein. Eisenhals, wo ich drüber nachdenke. Habe ich noch nie benutzt. Vielleicht ist er da ganz gut. Besser wäre natürlich ein Paleo-Synthese-Pokémon wegen dem Sonntag. Aber das ist jetzt gerade alles Spekulation. Ich werde das Ganze am Freitag für euch testen. Freitagmorgen habt ihr das Video, was der beste Counter ist, um den Solo zu schaffen. Und dann würde ich sagen, lasst ein Follow auf dem Kanal. Ein Like würde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.